Genau, darum geht's. Is it significant yet? Die Slides sind auf Englisch, das tut mir leid, weil ich habe relativ spontan erfahren, dass Deutsch lieber gesehen wäre und ich habe den Vortrag schon mal gehalten auf der Hackover auf Englisch damals. Deswegen konnte ich die Slides noch nicht in der Hektik überarbeiten und ich bin jetzt schon total froh, dass um die späte Zeit beim Thema Statistik tatsächlich noch so viele Leute da sind. Hätte ich nicht gedacht, finde ich sehr cool. Also vorweg das obligatorische Who am I? Ich habe eigentlich so eine ziemlich klischeehafte Wissenschaftlerlaufbahn lange Zeit gehabt. Ich habe damals mit einem Bachelor angefangen, nach dem Abitur in Biologie. Und habe dabei irgendwann mal in den Sommersemesterferien irgendwie durch Zufall bin ich in eine so eine lokale Arbeitsgruppe da geraten über Ökologie, damals war das. Und habe damals so ein bisschen Luft geschnuppert, was echte Forschungsarbeit so ausmacht. War da an so ein paar Projekten beteiligt und fand das unheimlich spannend und habe gesagt, okay, das war sehr cool und ich will unbedingt das Ganze weitermachen, also folgerichtig einen Master dran gehangen, auch in Biologie. Und dann begann es, dass dann irgendwie ich in der Zeit, während ich meinen Master gemacht habe, meine ersten zwei Paper veröffentlicht habe. Das basierte so auf Arbeiten, die ich da in meiner Bachelorzeit in dieser Arbeitsgruppe gemacht habe. Das war alles im Bereich so quantitative, statistische Ökologie, also Number Crunching im Kontext von wie Spezies miteinander interagieren, relativ theoretisch. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, habe ich gemerkt, jo, Theorie finde ich cool, Mathe, Programmieren, genau mein Ding. Und dann habe ich irgendwann meine Master-Thesis geschrieben und turns out, die konnte ich auch veröffentlichen als Paper. Zack, dann war ich bei 3 und habe so gemerkt, okay, das ist ziemlich geil. Und was macht man, wenn man meint, man findet Forschung richtig cool, ja? Macht dann folgerichtig, geht nochmal 3 Jahre zu und sagt, okay, ich mache jetzt auch noch einen Doktor. Dann in Theoretical Biology, wie es offiziell hieß, inoffiziell ist es im Prinzip angewandte Mathematik. Also man nimmt Matheformeln daher, um biologische Dinge zu beschreiben und irgendwie hoffentlich damit irgendwie was zu verstehen. Da musste ich so ein bisschen das Thema wechseln, weil die Jobs für irgendwie theoretische Biologie im Bereich Bakterien, Mikrobiologie und so, was ich gemacht habe, kann man sich vorstellen, gibt es nicht so viele Jobs. Bin dann wie so ziemlich jeder Biologe irgendwann bei Krebs gelandet, weil das macht jeder Biologe irgendwann mal, da gibt es viele Jobs. Und habe in der Zeit, in den 3,5 Jahren, nochmal richtig Fahrt zugelegt, nochmal 3 weitere Paper publiziert. Das waren dann alles ganz obskure mathematische Modelle, über Krebs, Optimierung von Krebs-Treatment-Schedules und so weiter und eins immer noch under Review. Und ich sage das alles jetzt nicht, um irgendwie zu sagen, ich bin hier sehr cool und Forscher und smart, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ich auf der nächsten Slide so ein paar sehr provokante Claims machen werde und ich möchte im Voraus irgendwie so ein kleines bisschen die Perspektive geben, dass, wenn ich diese Claims mache, ich mir das nicht einfach nur aus den Fingern aussauge, sondern dass ich schon, sag ich mal, so ein paar Dinge gesehen habe, so ein bisschen Einblick gewonnen habe und im Zuge dessen nicht komplett unqualifiziert bin, über die Dinge zu reden, die als nächstes zu kommen werden. Und dann überhaupt nicht mehr folgerichtig. Nach dem Doktor bin ich dann in die Industrie gegangen, macht Research and Development in einer großen deutschen Firma, die ich nicht namentlich benennen werde, for compliance reasons. Zuge dessen kann man immer mal erwähnen, Wissenschaft zu machen ist geil, aber weiß wahrscheinlich jeder, die Karriere ist da so ein bisschen steinig. Und wenn jemand im Gedanken spielt, irgendwie dann vielleicht doch in die Industrie zu gehen, ich kann es definitiv empfehlen, hat seine Vorteile und ist definitiv was, was man immer wieder erzählen kann, finde ich, dass das durchaus eine gute Sache ist und Spaß macht. Okay, was sind jetzt diese provokanten Claims, die ich gerade angeteasert habe? Also das ist sowas, was eigentlich so ein offenes Geheimnis ist und jeder Wissenschaftler weiß mittlerweile davon, dass irgendwie so in der Art, wie wir heutzutage Wissenschaft machen, unserem Wissenschaftsbetrieb, dass da irgendwie so ein paar Dinge nicht so gut laufen, wie sie eigentlich laufen könnten, wie sie eigentlich auch laufen sollten. Es gab dann mal vor einigen Jahren, 2016, diesen einen Artikel von einem Herrn Baker. In Nature ist er erschienen, ganz angesehene Fachzeitschrift. Und da hat Baker mal so rumgefragt unter recht vielen Wissenschaftlern, ich glaube so 1500 rum, und hat so gesagt, okay, folgende Frage, ist es dir oder euch schon mal passiert, dass ihr ein Paper gelesen habt, oder entweder ein Paper aus eurer eigenen Arbeitsgruppe oder viel wichtiger von irgendjemand anderem, und habe gedacht, okay, das ist ein cooles und potenziell sehr wichtiges Ding, was da steht, das will ich jetzt mal nachvollziehen und selber dieses Ergebnis reproduzieren und muss aber merken, hey, ich kriege das einfach nicht reproduziert. Ich korrigiere, wenn ich das irgendwie im Labor nachkoche oder am PC nachprogrammiere, was komplett anderes raus. Und erschreckenderweise haben recht viele Leute unabhängig von Disziplin gesagt, ja, hey, das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Interessanterweise am meisten in der Chemie, hätte ich auch nicht gedacht, dass das da so im Argen liegt. Vor allem in der Biologie kann ich mir auch erklären, warum. Biologie ist sehr komplex, also lebende Systeme, unheimlich komplizierte Dinge, kann ich total nachvollziehen, dass es da Probleme gibt. Aber auch in anderen Fächern, Physik und Engineering, Medizin, Earth and Environment, es scheint irgendwie so ein
Problem zu sein, was erschreckend weit verbreitet zu sein scheint. Denn in diesem Sample, der gefragt wurde, waren das irgendwie so im Schnitt um die 80% der Leute, die gesagt haben, ja, ist mir passiert, ich konnte da was nicht produzieren. Und dann hat man die Frage so ein bisschen weitergesponnen, gesagt, okay, glaubt ihr, dass es da irgendwie so eine Reproducibility Crisis gibt in der Wissenschaft? Weil das ist so ein Schlagwort, was immer so ein bisschen so durch den Diskurs geistert. Und ziemlich erschreckenderweise haben 50% gesagt, der Befragten von diesen 500 Leuten, ja, eine ganz signifikante Reproducibility Crisis. Nochmal 38 weiter, haben gesagt, ja, gibt es so slight. Also haben wir schon Probleme. Sprich, zusammen addiert sind wir hier schon bei 52 plus 38, ja, 90%, ich bin schlecht im Kopfrechnen, 90% der Leute haben gesagt, es gibt eine oder es gibt ziemlich schlimme. Und die restlichen 3% haben gesagt, nö, gibt's nicht. Und 7% so, ja, I don't know. Also ziemlich erschreckende Zahlen. Und man kann das Ganze auch so ein bisschen noch, sage ich mal, für so eine populärwissenschaftliche Audience irgendwie eher so zusammenfassen. Wie ist so der Stand im Wissenschaftsbetrieb? Irgendwie so. Also läuft einiges nicht so gut. Und natürlich stellt sich dann die Frage, okay, why can't we have nice things? Also warum gibt es überhaupt diese Probleme? Und das ist so ein bisschen das, wo jetzt eigentlich der eigentliche Vortrag beginnen soll. Oder anders gefragt, warum gibt es überhaupt irgendwie so ein sketchy Stuff? Weil wenn 80% der Leute sagen, hey, ich habe hier irgendwie Probleme, was zu reproduzieren, dann muss es ja irgendwelche Dinge geben, die da passieren, die dazu führen. Natürlich gibt es immer so den ganz trivialen Grund, klar, manche Leute haben sich vielleicht irgendwelche Findings ausgedacht, weil sie irgendwie ein cooles Paper veröffentlichen wollten, weil sie irgendwie Anerkennung haben wollten oder weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Ego-Funding irgendwie sowas haben wollten. Aber das ist menschlich, allzu menschlich. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht weiter spannend. Aber was ich hingegen spannend finde, ist, dass das eher so ein systematisches Problem ist, nämlich dass das akademische System, so wie wir es heute machen, ein sehr, sehr hyperkompetitives System ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr, sehr starke Anreize, in sehr kurzer Zeit von jungen Wissenschaftlern sehr viele Dinge zu publizieren. Weil wenn du das machst, hast du bessere Chancen in der Karriere. Und das encouraged natürlich so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt mal irgendwie so ein bisschen so Husche-Husche irgendwie oder wir cutten so ein paar Corners, wie man im Englischen vielleicht sagen würde und sehen einfach zu, wir müssen viel Paper rausbringen, weil das bringt uns irgendwie Anerkennung und bringt mehr Aufmerksamkeit und Funding. Und dabei bleibt dann vielleicht auch so ein bisschen die Qualität oder der Rigor auf der Strecke. Und natürlich hat man natürlich immer so eine Art Gewissen und sagt, hey, wir wollen nicht uns komplett Dinge ausdenken. Manche haben es trotzdem gemacht, also Diederik Stapel zum Beispiel, so ein sehr angesehener, also er war mal angesehen, jetzt ist er nur noch ein bekannter, aber nicht mehr angesehener Psychologe aus den Niederlanden, glaube ich, der hat dann tatsächlich irgendwie wirklich stapelweise so Surveybogen von Hand selber ausgefüllt, behauptet, das wären seine Versuchsteilnehmer gewesen. Ein anderes Beispiel ist Jonathan Pruitt, der war auch mal sehr angesehen, sehr angesehener Ökologe, der an Insekten geforscht hat. Mittlerweile ist er leider auch nur noch bekannt für die Pruitt Papers, wo er basically mit der Excel-Random-Funktion sich seitenweise Zahlen ausgedacht hat. Okay, aber sowas will man nicht machen als normaler Mensch, weil man hat ja irgendwie Gewissen. Dann überlegt man sich, okay, gibt es da vielleicht irgendwie so, kann man mit den Daten vielleicht irgendwie was machen? Irgendwie was machen heißt vielleicht mal so irgendwie so ein bisschen kreativer drauf gucken oder irgendwie nicht, man will nicht outright irgendwie lügen, aber vielleicht kann man ja irgendwie so ein bisschen die Zahlen so in die Richtung natschen. Und was ich hier an der Stelle sagen möchte ist, dass die meisten, ich bin überzeugt davon, dass die meisten Leute, die solche, wie man sagt, questionable research practices machen, das gar nicht irgendwie aus böser Absicht machen. Da ist immer so ein kleines bisschen auch Selbstbetrug dabei oder man kann sich da sehr leicht irgendwie davon überzeugen, dass man Dinge in den Daten sieht, wenn man nur lang genug sucht, die man darin gerne sehen würde. Also das ist ganz oft so ein bisschen so eine Sliding Scale und die meisten dieser Fälle, würde ich sehr überzeugt sagen, sind nicht, weil Leute eine böse Absicht haben, sondern weil sie einfach irgendwie sagen, okay, ich versuche hier wirklich was zu finden, dieser Datensatz, der war teuer und aufwendig herzustellen, ich suche jetzt mal weiter, ich versuche da irgendwie was draus zu machen, weil davon hängt irgendwie meine Karriere auch ab und ich möchte diesen Datensatz irgendwie sinnbringend verwenden. Und man kann sich leider sehr oder relativ einfach selber täuschen. Aber wie genau geht das denn eigentlich? Es gibt dieses sehr bekannte Zitat von einem Herrn Ronald Coase. Ich glaube, der hat irgendwie einen Statistik-Background, weiß gerade nicht. Der hat gesagt, if you torture the data long enough, it will confess to anything. Also egal, welche Daten du hast, wenn du lang genug kreativ damit umgehst, werden die Daten irgendwann später irgendwie nach einer bestimmten Zeit nach genügend Aufwand sagen, ja, hey, ich gebe es zu, es ist genau, wie du gesagt hast, ich gestehe alles. Wie macht man das denn jetzt? Wenn man so schön sagt, um was zu hacken, muss man es erstmal verstehen, was da eigentlich passiert.
Und habe ich diesen kleinen Flowchart gefunden und der beschreibt, wie die meiste, nicht alles, aber die allermeiste Forschung vor allem in den, sag ich mal, Bio- und Lebenswissenschaften so passiert, und wie ja so das allgemeine Vorgehen ist. Und das ist die einzige Slide, die so ein bisschen theoretisch ist. Und dafür entschuldige ich mich im Voraus. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie auch teilweise unintuitiv, was jetzt gleich kommt. Also es ist die einzige Slide, die so ist. Und ich finde, es ist sehr relevant, dass wir das verstehen, was da passiert, weil dann verstehen wir auch, wie man dieses System irgendwie hacken kann. Okay, also für gewöhnlich, wenn man irgendwie eine Forschung macht, hat man ja ganz am Anfang irgendwie so eine Research-Hypothesis. Ups, sorry. Hat man ja irgendwie so eine Research-Hypothesis. Also irgendwie ganz, ganz stupide gesprochen, eine Research-Hypothesis wäre, wenn ich Felder dünge, dann wachsen die Pflanzen da besser. Das ist, denke ich, eine solide Hypothese und eine, der vermutlich wenige Leute widersprechen würden. Und jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 10 Felder, die dünge ich nicht. Und dann habe ich nochmal 10 Felder, die dünge ich und da beobachte ich irgendwelche Daten. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass wir eine Tafel haben, weil ich bin sehr großer Fan von Tafeln. Da kann ich immer online irgendwie so Diagramme malen. Deswegen male ich mal eben ganz schnell ein kleines, danke. Ein kleines Diagramm. Ah, sowas hatte ich nicht an meiner alten Uni. Das war noch so mit Hand und so. Danke. Also nehmen wir mal an, wir haben irgendwie so ein Experiment gemacht. Ja, wir haben 10 Felder nicht gedüngt, 10 Felder gedüngt. Kontrollgruppe, Treatmentgruppe, sprich hier wurde gedüngt, hier nicht. Und wir messen irgendwie nach einem Jahr, wie viel, keine Ahnung, Weizen wir geerntet haben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, okay, wir haben irgendwie hier unsere 10 Felder mit diesem Ertrag und da, wo wir gedüngt haben, haben wir deutlich mehr. Okay, wenn ich das jetzt so angucke, könnte man sagen, ja, scheint ziemlich zu sein, dass hier definitiv irgendwie ein Unterschied ist und der Dünger scheint wohl irgendwie seine Aufgabe zu tun. Das ist hier ein ganz klarer Fall. Ein anderer ganz klarer Fall wäre irgendwie, ne, wenn man sagt, okay, ohne Düngung ist mein Ertrag so, mit Düngung ist mein Ertrag so. Ich meine, da würden wir alle übereinstimmen zu sagen, okay, der Dünger scheint irgendwie sein Geld nicht wert zu sein, das ist Quatsch. Es gibt aber natürlich immer alle Fälle irgendwie so dazwischen. Ne? Also man kann sich jetzt vorstellen, es gibt solche Fälle, wo man irgendwie sagt, okay, meine Kontrollgruppe ist vielleicht irgendwie so, meine Treatmentgruppe ist vielleicht irgendwie so. Und jetzt kann man natürlich seinen Kopf so ein bisschen schieflegen und mit den Augen irgendwie so die Augen zusammen kann man überlegen, ja, der Mittelwert liegt vielleicht hier, der liegt hier, ja, da könnte irgendwie was sein, aber ich bin mir nicht sicher. Und es gibt jetzt dieses ganze Prozedere hier, um trotzdem hier eine Zahl ranzupacken, die man irgendwie interpretieren kann, im Hinblick darauf, ob da was dran ist oder wohl doch eher nicht. Und dieser Prozess, der wirkt jetzt wahrscheinlich ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, aber er ist an sich gar nicht dumm, er hat seine theoretische Rechtfertigung. Ich muss ihn kurz erklären. Also, was man macht ist, man stellt sich zuerst die gegenteilige Hypothese auf, diese Nullhypothese heißt die. Die Nullhypothese sagt oder bedeutet, ich beginne mal damit, mir das Gegenteil vorzustellen von dem, was ich zeigen will. Also ich überlege mir, okay, ich nehme jetzt einfach mal an, for the sake of the argument, dieser Dünger ist komplett nutzlos und der tut gar nichts. Das behalte ich im Hinterkopf. Jetzt messe ich meine Daten und gucke mir die an, stelle mir die Frage, okay, angenommen, mein Dünger ist komplett wertlos und tut gar nichts, der ist nur Wasser oder so, dann kann ich mir überlegen, okay, ich nehme das an und beobachte aber diese Daten. Wie wahrscheinlich wäre es, so einen krassen Unterschied zu sehen unter der Annahme, der Dünger macht überhaupt gar nichts? Ich denke, da würden wir alle zustimmen und sagen, okay, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn der Dünger wirklich komplett wirkungslos ist, würden wir nicht so ein krasses Signal sehen. Also hier wäre diese Wahrscheinlichkeit, die wird oft mit P abgekürzt, das ist der ominöse P-Value, dieser P-Value wäre in dem Fall winzig. Also der wäre, wenn ich das mal so irgendwie übers Auge peile, der ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, der wird irgendwie was, keine Ahnung, 10 hoch minus 14 oder so sein, sprich 0,000, also winzig, ganz winzig. Im Gegensatz hierzu, wenn man sich das mal anguckt und sagt, wir nehmen an, der Dünger ist wirkungslos, wie wahrscheinlich wäre das, dass wir sowas sehen? Na, ich denke, das wäre verdammt wahrscheinlich, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich würde mal sagen, irgendwie sowas um die 90% oder so. Und hier, ja, kann ich jetzt so mit Eyeballing nicht sagen, aber das könnte man jetzt irgendwie in so eine Software reintun und die würde jetzt einem für dieses Szenario auch eine Zahl geben. Und ich würde mal schätzen, dass so, wie ich das gemalt habe, dürfte das, würde man jetzt sagen, irgendwie so bei 3% liegen. Give or take, so ja, mit ganz viel Squinting und Imagination. Also die Software, oder früher hat man das per Hand gerechnet mit so dicken Tabellenbüchern, heute gibt es dafür zum Glück Software, gibt einem immer diesen P-Wert aus, der einem sagt, hey, wie wahrscheinlich ist es, das zu sehen, was ich gerade sehe, was ich gerade gemessen habe, unter der Annahme, dass es keinen Effekt gibt, dass der Dünger wirkungslos ist. Und dann sagt man, okay, dieser P-Wert, der wird nie irgendwie 0 oder nie 100% sein, weil du kannst dir nie 100% sicher sein. Und du kannst dir auch nie 0% sicher sein, weil du kannst einfach Unglück gehabt haben mit deinen Feldern irgendwie oder
kannst dich irgendwie verlesen haben beim Abmessen der Daten, was auch immer. Also der P-Wert ist vielleicht ganz, ganz, ganz klein, aber wird nie 0 sein, er wird auch nie 100 sein. Und deswegen musst du immer so ein Cut-Off wählen. Das ist dieser Wert Alpha. Und dieser Wert Alpha ist, okay, das ist so ein Cut-Off. Eigentlich, es gibt Regeln, die man festlegen kann. Für gewöhnlich nimmt man immer 5%. Warum? Weil der Erste, der sich das überlegt hat, der hat auch 5% genommen und alle anderen nehmen auch 5% und die Journals, die du veröffentlichen willst, sagen auch immer 5%. Also nehmen wir 5%. Don't ask. Und dann sagst du einfach, okay, wenn dieser P-Wert kleiner als dieses 5% ist, also wie zum Beispiel hier, dann würde ich jetzt hier zum Ergebnis kommen, yo, der Dünger tut was, der ist super. Ja, also P ist hier in dem Fall definitiv kleiner als Alpha von 5%. Hier ist P ganz eindeutig größer als Alpha. Würde ich also sagen, okay, der Dünger ist vermutlich wirklich wertlos. Ich konnte nicht zeigen, dass der Dünger irgendwie was zu tun scheint. Hier in dem Fall 3% ist immer noch kleiner als 5%. Basic Math. Würde man also sagen, okay, bei dem Fall würde ich laut meiner statistischen Analyse noch davon ausgehen, okay, der Dünger scheint was zu tun. Aber, wie gesagt, wir müssen ja immer gegen irgendwie diesen Wert Alpha, in unserem Fall für gewöhnlich immer 5% vergleichen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Test berechne, habe ich eine Chance von 5%, dass ich falsch positiv liege. Das heißt, es könnte sein, dass der Dünger in Wirklichkeit gar nichts tut, aber ich hatte vielleicht Glück, weil irgendwie auf diesen, weiß ich nicht, 2, 3 dieser Treatmentfelder hat der Bauer vielleicht vorher irgendwie so ein paar Kühe drüber getrieben, die da irgendwie ihr Geschäft verrichtet haben und da war dann viel Stickstoff drin und dann sind die Pflanzen ein bisschen besser gewachsen. Das kann sein. Oder, weiß ich nicht, in den Kontrollfeldern war vielleicht irgendwie Schwermetall im Boden oder so. Deswegen war da der Ertrag ein bisschen geringer. Das heißt, wir müssen immer so ein gewisses Restrisiko in Kauf nehmen, dass unser Finding ein False Positive ist. Und wie gesagt, für gewöhnlich 5%. Und wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen mit Bad Intent denkt und überlegt, wie kann ich das hacken, ich glaube, dann kommt da schon gleich ein sehr klarer Angriffsvektor. Bevor wir uns den angucken, möchte ich diesen einen Chart noch zeigen. Da hat jemand oder eine Gruppe, das ist irgendwie so eine Initiative für Reproducibility in Science, hat sich mal 2 Journals aus dem Bereich von Persönlichkeits- und Social Psychology vorgenommen und hat sich angeguckt, diese P-Values, die müssen nämlich immer mit veröffentlicht werden in Papern. Die haben die einfach alle von Hand rausgeschrieben und haben die mal so geplottet. Und was super cool ist, was man eigentlich erwarten würde, ist, wenn diese ganzen Paper, die da veröffentlicht sind, wenn die alle echte Effekte berichten würden, würde man erwarten, dass viele P-Werte sehr, sehr klein sind und ein paar würden vielleicht irgendwie so ein bisschen größer sein. Ja, das wäre so diese grüne gestrichelte Linie. Was diese Autoren aber gesehen haben in Wirklichkeit ist, dass fast alle P-Werte in der Literatur ganz knapp unter 5% sind, ein Müh, ja, also irgendwie 4,9932 oder so. Und das würde man nicht erwarten, wenn das alles echte Effekte sind. Das heißt, das hier ist kein Beweis, aber das ist sehr, sehr starke Numerical Evidence dafür, dass offenbar in diesen ganz oder in sehr vielen dieser Paper aus diesen beiden Journals of Personality Psychology, Journal of Social Psychology, dass da irgendwie mit den Daten irgendwie so ein bisschen irgendwie was gemacht worden sein könnte, vielleicht um unter dieses magische 5% zu kommen, weil die meisten Journals sagen, du kannst sie nur veröffentlichen, wenn du unter 5% bist. Weil nicht signifikante Findings, sowas wie der Dünger hier ist wirkungslos, wollen die Journals ungern sehen, weil die sind meistens langweilig, das liest keiner, da interessiert sich niemand dafür und ein Journal will ja irgendwie auch cool auffallen und sagen, wir haben hier sehr coole Artikel mit coolen Findings. Also da scheinen wohl irgendwie Leute ähnliche Gedanken gehabt zu haben, wie die, auf die wir jetzt gleich kommen und haben irgendwie so lange an ihren Daten so ein bisschen so rumgeschoben vielleicht oder so ein bisschen rumgefoltert, bis sie unter diese magische Grenze kommen, weil hätten sie das nicht gemacht, würden wir, wie gesagt, eher sowas erwarten wie irgendwie so diese grüne Kurve hier. Okay, jetzt meine eigentliche Frage. Haben wir irgendwelche offensichtlichen Attack-Vectors? Ja, das habe ich jetzt gerade, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben ja gesagt, jedes Mal, wenn wir irgendwie so einen Test berechnen, also so ein Diagramm malen und irgendwie was mit unserer Software machen, müssen wir in Kauf nehmen eine Chance von Alpha, 5%, dass wir was kriegen, wo die Software sagt, yo, da ist was dran, was aber falsch positiv ist. Nochmal anders und suggestiver ausgedrückt. Jedes Mal, wenn ich einen Test rechne, habe ich 5% Chance, irgendwie was Hübsches rauszukriegen, was Tolles. Naja gut, was heißt das? Das heißt, wenn ich mehr Tests rechne und noch mehr, wird schon irgendwann der Jackpot kommen. Wahrscheinlich sogar ziemlich bald, weil 5% ist eigentlich ziemlich viel. Das heißt also, man kann, sollte man nicht tun, wird aber leider getan, einfach viele Tests machen. Und das Tolle ist, gerade Biologie ist ein Feld, was super komplex ist, da kann man also viele Dinge testen. Tatsächlich sind die Möglichkeiten, die man hat, so ziemlich unbegrenzt. Man kann immer zum Beispiel sagen, okay, wir haben irgendwie eine Kohorte von Patienten, die wir uns angucken,
da kann man viel vergleichen. Man kann irgendwie sagen, wir vergleichen mal irgendwie getrennt nach jungen und alten Patienten oder männlich versus weibliche Patienten. Wir können das vielleicht noch irgendwie aufsplitten nach Leuten mit Normal versus Unter versus Übergewicht, nach Smoking Stages, ja oder nein und so weiter. Also man kann unheimlich viele Gruppen mit unheimlich vielen anderen Gruppen vergleichen und kann somit quasi unendlich viele Tests durchlaufen lassen. Oder was anderes, wenn man eher so der Genomik-Molekularbiologie-Mensch ist. Der menschliche Körper hat roundabout 30.000 Gene. Kann man alle testen. Wenn ich 30.000 Tests durchlaufen lasse auf irgendeine Fragestellung und jedes Mal eine 5% Chance habe, dass irgendwas Cooles bei rauskommt, naja, ne, kann man sich überlegen. Da wird schon irgendwas rauskommen, früher oder später. Es gibt tatsächlich mathematische Methoden, wie man das sauber macht, wie man das vermeiden kann. Also Korrekturen, False Discovery Rate und so weiter sollte man auch machen, wenn man das sorgfältig machen will. Aber das ist so die grundsätzliche Idee. Wir machen ganz viele Tests und irgendwann wird schon was rauskommen, was gut ist. Und da gibt es natürlich einen typischen oder einen relevant XKCD dafür, wie in jedem Hacker-Talk, Nummer 882. Und das ist, weiß nicht, wie bekannt der ist, beginnt damit, dass irgendwie die Frau sagt, hey, yo, ich habe hier gehört, dass angeblich Jelly Beans, also irgendwie so eine amerikanische Süßigkeit, die es in verschiedenen Farben gibt, dass die offenbar Akne hervorrufen. Und der Herr daneben sagt, okay, Wissenschaftler, ihr müsst das untersuchen, das ist wichtig. Wissenschaftler wollen es nicht, weil sie busy sind, damit Minecraft zu spielen, aber sie lassen sich breitschlagen und machen dann irgendwie so einen Test und sagen, okay, wir haben hier keine signifikante Assoziation gefunden zwischen Jellybean-Konsum und Akne. Der P-Wert ist über 5%, da sind die magischen 5% wieder, case closed, ne? Und dann sagt aber die Frau, nee, warte, ich habe gehört, das geht nur für bestimmte Farben. Gut, dann müssen wir jetzt mal wohl alle Farben offenbar durchtesten. Und dann testen die braven Wissenschaftler fleißig durch. Sie beginnen mit Purple Jelly Beans, da ist P größer als 5%. Ich muss jetzt hier drauf gucken, weil meine Augen sind relativ schlecht. Dann probieren sie als nächstes Brown Jelly Beans, da sind wieder keine statistischen Zusammenhänge erkennbar. Dann probieren sie pinke, blaue, teal, was irgendwie so ein grün-blau ist, habe ich mir sagen lassen. Salmon, also Lachsfarben und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwo hier unten sagen sie, hey, wir haben hier einen signifikanten Link gefunden zwischen Green Jelly Beans und Akne. P ist kleiner als 5%. Und die Frau, wow, I knew it. Gut, und was macht man dann, wenn man das gefunden hat? Na klar, man schreibt sein Paper und man hält natürlich auch gleich eine Pressekonferenz, weil ne, man muss ja gleich zeigen, was für coolen Research Output man hat. Und dann weiß die Wissenschaft und weiß die öffentliche Meinung, Green Jelly Beans are linked to acne with 95% confidence. There's only a 5% chance of this being a coincidence. Ja, gut. Und wenn man dann erstmal so weit ist, schreibt man natürlich das Paper noch schnell zu Ende. Und das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist, wir müssen natürlich jetzt nur noch unsere vorherige Hypothese so ein bisschen adjusten, damit unser Paper irgendwie eine kohärente Story. Wir müssen okay sagen, nee, wir wussten von vornherein, dass wir uns nur die Grünen angucken wollten und alles andere reden wir jetzt einfach gar nicht drüber. Wir wussten, es ist grün, weil, keine Ahnung, weil vielleicht wegen der grünen Farbe da drin, die ist bestimmt chemisch ganz böse und giftig, keine Ahnung. Und wir sprechen niemals über die ganzen anderen Tests, die wir gemacht haben. Wir haben nur grün gemacht. Wir haben die Grünen getestet, das war signifikant. Das schreiben wir in unser Paper, alles andere erwähnen wir nicht. Das wissen auch die Reviewer gar nicht, also die den Paper beim Journal begutachten und idealerweise sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, können wir es zusammenschreiben, sind wir fertig, da ist das Paper. Wunderbar. Also formal gesprochen, wir haben unsere False Discovery Rate massiv nach oben getrieben, indem wir ganz, ganz viele Subgruppentests laufen lassen. Und irgendwann war die False Discovery Rate so hoch, dass irgendwas rausgesprungen ist, was wir wollten. Da kann man auch so einen kleinen Twist machen. Das geht so in eine ähnliche Richtung, ist aber so ein bisschen anders. Deswegen habe ich das als Einzelnes nochmal herausgestellt. Wir waren ja soweit zu sagen, okay, wir wollen viele, viele Tests machen. Eine Idee davon ist, okay, was ist, wenn wir die erste Messung machen, also das erste Feld, dann gucken wir mal, was die Software sagt. Wenn die Software sagt, nee, das ist nicht signifikant, na gut, dann messen wir das zweite Feld, dann gucken wir wieder. Und dann messen wir das dritte Feld, dann gucken wir wieder und so weiter. Und jedes Mal haben wir 5%, ne? Das heißt, wenn wir einfach nach jedem Mal, wenn wir Daten gesammelt haben, einen Test machen, dann werden wir irgendwann was kriegen, was gut aussieht. Und wenn wir da sind, genau an dem Punkt, dann hören wir auf. Und schreiben unser Paper zusammen. Und das Coole ist, it just works. Das geht. GraphPad ist so ein Softwarehersteller für statistische Software und der warnt davor tatsächlich auf seiner Website mit so einer Simulationsstudie. Sieht jetzt wahrscheinlich fürchterlich kompliziert Tohuwabohu aus. Was die gemacht haben, ist, die haben einfach random Münzwürfe simuliert. Also 50-50 haben das simuliert und haben nach jedem Münzwurf geguckt, ist der P-Wert signifikant dafür, dass das
keine 50-50 Münze ist, sondern eine gezinkte Münze. Und was sie wollte haben, wie gesagt, ist eine echte gute 50-50 Münze. Haben das dreimal gemacht, haben das 100 Mal probiert jeweils und haben einfach nach jedem Münzwurf den P-Wert berechnet. Und man sieht, wenn man wenig Daten hat, dann schwankt der ziemlich hin und her und hin und her. Und irgendwann ditchen wir zufällig mal unter diesen Threshold. Naja, wenn wir jetzt hier bei 63 aufhören in unserem Experiment 2 und sagen, wir haben halt eine Sample Size von 63 oder was signifikant, ja, dann haben wir es bewiesen, nicht wahr? Was müssen wir dann noch machen? Naja, wir müssen noch irgendwie sagen, warum wir gerade 63 haben. Weil wenn ich das in mein Paper schreibe, wir haben 63 Mal das getestet, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Muss man halt irgendwie sagen, ja, wir hatten halt irgendwie Limited Funding und deswegen haben wir 63 Samples oder das war irgendwie so ein Ad-Hoc-Sample oder das waren Daten, die wir schon hatten. Irgendwas wird einem einfallen. Und natürlich müssen wir niemals und dürfen wir niemals darüber reden, dass wir diese Optimisierung gemacht haben, weil wenn ich das erwähne, dass wir immer wieder getestet haben, dann ist natürlich sofort klar, was das Problem ist. Ja, schreiben wir das Paper und sind wir durch. Super. Aber vielleicht haben wir Pech und trotz unserer emsigen und lobenswerten Bemühungen, irgendwas Cooles zu finden, haben wir immer noch nichts gefunden. Das kann sein, hatten wir ziemlich großes Pech gehabt oder die Wahrheit hatte ziemlich viel Glück gehabt. Gucken wir uns nochmal das Diagramm an und gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwie was anderes finden, was hackbar ist. Naja, was wir sehen ist, immer wenn wir irgendwie Daten gesammelt haben, dann berechnen wir irgendwie so eine Statistik basierend auf irgendwelchen Werten, die wir gemessen haben. Also hier in meinem kleinen Toy-Example war das irgendwie der Ertrag der Felder, die wir gemessen haben. Das heißt, wir haben immer irgendwie eine Antwortvariable, zum Beispiel jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, Pflanzenmasse oder weiß ich nicht, Kilogramm Weizenernte oder was auch immer. Das Coole ist, man kann ja vielleicht verschiedene Sachen irgendwie angucken und verschiedene Sachen vergleichen. Und da gibt's diesen wunderschönen Plot, den wahrscheinlich viele Leute kennen in vielen Variationen. In dem Fall kommt er von Torvalds Data Science, der verdeutlichen soll, dass es nicht nur Mittelwerte gibt, sondern es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wo man irgendwie so Zahlen hat, die irgendwie zu was zusammenzurechnen. Also den Mittelwert kennt, denke ich, jeder. Man irgendwie einfach wie in der Schule alle Noten aufsummiert, dann teilt man durch die Anzahl der Schüler, hat man die Durchschnittsnote. Und wenn eine Verteilung so schön glockenförmig ist, man sagt auch in der Wissenschaft normal verteilt oder Gauss verteilt, dann ist der Mittelwert eine gute Sache, weil der ist da sehr repräsentativ für das, was die meisten Datenpunkte ausmacht. Wenn wir jetzt aber irgendwie so eine Verteilung haben, die stark rechts schief ist, also wo wir hier rechts so ein paar Werte haben, die richtig, richtig hoch sind, dann reißt es den Mittelwert, den Mean, ganz schnell nach rechts. Oder wie man auch in der Statistik sagt, der Mittelwert ist sehr sensitiv gegenüber solchen Ausreißerwerten oder schiefen Verteilungen. Aber gut, es gibt ja nicht nur den Mittelwert, es gibt auch den Median. Der Median ist, wenn man alle Zahlen, die man hat, sortiert, aufsteigend oder absteigend, dann nimmt man den, der in der Mitte steht. Also es wäre sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie Gehälter von Leuten aufschreibe, das, was sozusagen die Person, die in der Mitte steht, verdient. Und der ist deutlich weniger sensibel. Also der ist noch näher dran an dem, was wahrscheinlich für die meisten Leute repräsentativ wäre. In dem Fall hier wäre der Mode oder der Modus im Deutschen gesagt, am besten ist es einfach der Wert, den wir am häufigsten gezählt haben. Aber der Takeaway hier ist, man kann immer eine ganze Reihe an verschiedenen Sachen vergleichen. Es gibt noch viel mehr, was man irgendwie vergleichen könnte. Also man könnte irgendwie, weiß ich nicht, die Streubreiten von den Verteilungen sich angucken. Man könnte sich irgendwie irgendwelche Quartile rauspicken, also weiß nicht, die Top 10% oder so. Da kann man sehr kreativ sein. Jetzt, weil wir in einem Chaos-Talk sind, muss es natürlich auch eine politische Slide geben. Da ist sie. Wenn man sich diese Kurve anguckt, ich denke, das kennen auch viele irgendwie, das ist hier für die Gesellschaft in den USA, die United States Income Distribution, also die Einkommensverteilung im Jahre 2017. Und da sieht man, das ist ein ganz, ganz klassisches, wunderbares Beispiel für so eine sogenannte rechtsschiefe Verteilung, wo wir rechts so ein paar Leute haben, die sehr, sehr stark herausfallen mit unheimlich großen Werten, also superreiche Leute, die irgendwie so mehr als 300.000 im Jahr verdienen. Und wenn man da jetzt den Median und den Mean sich anguckt, also der Mean ist ja, was ich gerade gesagt habe, der normale Mittelwert, da sieht man, den hat es ordentlich nach rechts gezogen, der Median hingegen, den hat es nicht so nach rechts gezogen und das sieht jetzt vielleicht wie ein kleiner Unterschied aus, wenn man die Zahlen sich mal anguckt, das sind 39,4 zu 55,8, also schlecht mit Kopfrechnen, irgendwas um die $16,000 Unterschied, also ziemlich viel. Und jetzt kommt die politische Message des Talks. Das Problem ist, dass viele Dinge, wie zum Beispiel irgendwie Bundestagsdiäten, oftmals eher an den Mean gekoppelt sind und nicht an den Median. Das heißt, wenn ein paar reiche Leute noch ein bisschen reicher werden, reißt den Mean nach oben. Dann kann man sagen, okay, wir müssen hier auch irgendwie Gehälter erhöhen, weil wir haben ja einen guten Job gemacht. Politischer Rant Ende. Der Punkt war nur zu sagen, es gibt immer verschiedene Größen, die man sich angucken kann. Und wenn man lang genug sucht, findet man irgendwie eine, die irgendwie so in die Richtung geht, wie das, was man zeigen möchte. Ja gut, und dann muss man natürlich irgendwie, wenn man ein Paper schreibt, noch irgendwie erklären, warum man sich gerade diesen Wert angeguckt hat und nicht einen der 17 anderen.
Aber da kann man auch irgendwie kreativ sein. Das Wichtigste ist, dass man halt nicht darüber redet, dass man sich die anderen angeguckt hat. Weil wenn man das sagt, dass man sich eine ganze Reihe an Zahlen angeguckt hat, dann kommt natürlich die Frage, ja, und wie sah es bei denen aus? Dann wäre natürlich gleich im Abseits. Schreib dein Paper und ja, hast es wieder geschafft. Sehr gut, wieder eine Publikation. Klasse. Aber vielleicht waren wir immer noch nicht erfolgreich, weil vielleicht irgendwie sowohl der Mean als auch der Median als auch alles andere, was wir uns angeguckt haben, irgendwie doch ein konsistentes Bild abgegeben haben, was vielleicht nicht das ist, worauf wir gehofft haben. Naja, gut, dann müssen wir wohl unseren Datensatz so ein bisschen kuratieren. Also uns mal irgendwie so angucken, was man da so sieht und vielleicht sieht man da irgendwelche Ausreißer, die man nicht so mag. Das ist so generell so ein Ding, was man gerne machen kann, Outliers, also Ausreißer entfernen. Und damit kann man oftmals schöne Ergebnisse erzielen, genauso wie mit einer anderen Methode, die habe ich tatsächlich erst gelernt, als ich mich auf den Talk vorbereitet habe, von der hatte ich irgendwie noch nie gehört, dass man ähnliche Dinge zusammengruppieren kann, um bestimmte Relationships zu verschleiern. Da habe ich auch gleich noch eine Slide zu, weil das ziemlich cool ist. Und da gibt es noch eine ganze andere Reihe an anderen Sachen, die man machen kann. Also man kann, wenn Daten fehlen, kann man entweder dieses Subject, diesen Patienten, was auch immer, rausnehmen. Man kann aber auch irgendwie was imputieren. Da kann man datentechnisch viel rumspielen. Man kann irgendwie noch für andere Sachen korrigieren oder für bestimmte Sachen nicht korrigieren. Das sind alles so Dinge, da rede ich jetzt nicht drüber. Das führt schnell vom Hundertsten ins Tausendste, aber da gibt es ein schönes Arsenal an Dingen, die man testen kann. Was aber sehr cool ist, Removing Outliers, da habe ich eine Slide für, weil das ist, denke ich, sehr intuitiv verständlich. Nehmen wir an, wir haben hier irgendwie was gemessen, so eine Beziehung zwischen irgendeiner Variable X und irgendeiner Variable Y. Und wenn man sich jetzt nur mal die Zahlen so anguckt, denke ich, ist relativ klar, okay, es geht irgendwie so los, ja, hat es hier irgendwie eine ziemlich gute Beziehung, also wenn das eine hochgeht, geht das andere auch hoch, aber irgendwann scheint es sich irgendwie abzuflachen. Also wenn ich x noch größer mache, dann wird y nicht mehr größer. Also wenn man so schön sagen würde, eine saturierende Beziehung. Kann aber vielleicht sein, dass meine These eher war, dass das eine ziemlich gute, nicht saturierende Beziehung ist. Naja gut, dann könnte ich vielleicht irgendwie argumentieren, ja, ich weiß ja nicht, vielleicht waren das irgendwie Messfehler oder vielleicht hat da irgendwie der Laborassistent die Zahlen abgeschrieben oder es mit einem Komma verrutscht oder irgendwas. Kann ja sein, wir removen das mal, das sind Outlier, die gucken wir uns nicht an, wir gucken uns nur das alles hier links an und ja, da ist tatsächlich genau das, was wir erwartet haben, perfekte lineare Beziehung, Research Hypothesis bewiesen, klasse. Das war die andere Sache, die ich gerade schon kurz erwähnt hatte, dieses kreative Grouping, das ist auch sehr useful und weil ich jetzt ein komplett ausgedachtes Beispiel habe über ein potenziell sehr sensibles Thema, möchte ich vorweg den Disclaimer geben, dieses sehr sensible Beispiel würde so in der Realität nicht funktionieren, weil wir zum Glück im Bereich der Pharma-Zulassungsverfahren sehr, sehr strenge Aufsichtsbehörden haben. Aber dieses Beispiel ist sehr illustrativ und sehr leicht verständlich, deswegen habe ich es da drin. Aber wie gesagt, das würde so in einem sehr stark regulierten Umfeld wie der Pharmaforschung tatsächlich nicht funktionieren. Als Disclaimer vorneweg, dass da sich jetzt keiner irgendwie den Kopf zerbricht oder irgendwie potenziell heute Nacht vielleicht irgendwie ängstlich schläft, weil er Angst hat, dass seine Medikamente irgendwie gefährlich sind oder so. Wir nehmen jetzt mal an, wir testen irgendwie so eine neue Drug, also eine neue Medizin. Und wir wissen irgendwie intern so, dass da irgendwie so ein gewisses Risiko zu sein scheint, dass da irgendwie das Risiko für Herzattacken, also Herzinfarkt, irgendwie ansteigt. Also wir haben vielleicht irgendwie eine kleine Pilotstudie gemacht, haben gesehen, in der Kontrolle, in der Placebo-Gruppe, ja, hatten wir keine Fälle von Herzinfarkt und in der Treatment-Gruppe hatten wir 5. Wenn ich das jetzt so sage, 0 versus 5, das ist natürlich nicht so gut. Okay, Herzinfarkt scheint also nicht so gut zu laufen. Okay, aber vielleicht wissen wir auch, dass in Bezug auf eine ganze andere Reihe an Sachen, diese Drug gar nicht mal schlimm ist. Also Herzinfarkt, ja, das wird schlimmer. Aber wenn man es irgendwie anguckt, zum Beispiel, was ich hier aufgeschrieben habe, so ein paar Sachen, die mir random eingefallen sind, irregulärer Herzrhythmus, kann vielleicht sein, da gibt es keinen Unterschied. Das ist, vielleicht hatten wir in der Kontrollgruppe 7 und in der Treatmentgruppe auch 7, da gibt es keinen Unterschied. Nächstes Beispiel, erhöhter Blutdruck, Blood Pressure. Vielleicht hatten wir hier irgendwie, weiß nicht, 12 Fälle, hier hatten wir 11. Dann vielleicht ein Decreased Blood Pressure, also dass der Blutdruck runterging. Da hatten wir vielleicht in der Kontrollgruppe, weiß nicht, 8 und in der Treatmentgruppe 9, auch nicht signifikant und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Also unser einziges Problem, was wir haben und was uns Sorgen macht, ist eigentlich nur dieses Ding hier, weil da ist offenbar irgendwie was im Argen. Naja gut, aber jetzt kann man das mal sich so überlegen und sagen, Herzinfarkt, Increased Heart Rate, Blood Pressure hoch, Blood Pressure runter. Das sind ja alles irgendwie ähnliche Dinge. Gut, dann sagen wir einfach mal, das sind alles Cardiovascular Diseases, CV. Das addieren wir jetzt alles mal auf und dann kriegen wir hier am Ende vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 152.
Hier steht dann vielleicht 154, weil sich das alles irgendwie so versteckt. Und dann kann man insgesamt sagen, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt, Kontrollgruppe 152, Treatment-Gruppe 154, da scheint kein Unterschied zu sein, scheint gut zu sein. Und wie gesagt, nochmal der Disclaimer, das ist komplett ausgedacht. Das würde die FDA oder eine sonstige Zulassungsbehörde niemals so durchgehen lassen. Die würden sagen, wir möchten die einzelnen Zahlen sehen, was ist hier los, das geht so nicht, vergesst es, Jungs. Aber ich fand das Beispiel sehr illustrativ, weil das ist halt was, wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Also Herzkrankheiten hat jeder irgendwie so ein mentales Bild von irgendwie und deswegen finde ich es ein sehr eingängiges Beispiel. Ja, das gegenteilige Beispiel geht tatsächlich auch. Man kann also auch irgendwie eine Gruppe nehmen und in kleine Subgruppen zerteilen und weiter zerteilen und weiter zerteilen und irgendeine der Subgruppen hat eine gute Chance, schon irgendwie so ein Signal zu zeigen, wenn man irgendwie ein Signal zeigen möchte. Wie gesagt, fand ich total kreativ, wusste ich davor auch nichts bis vor kurzem, fand ich aber sehr cool und wollte es einfach mal kurz erwähnt haben. Genau, das ich gerade gesagt habe, the opposite also works very nicely. Und dann, naja, wenn man das jetzt gemacht hat, gut, muss man halt irgendwie irgendwo in seinen Materials and Methods Teil im Paper halt sagen, dass man da irgendwie so ein bisschen seine Daten preprocessed hat irgendwie oder irgendwie similar things gegroupt hat oder so. Am besten schreibt man das in so einem kleinen Nebensatz irgendwo ganz hinten im Paper, so im Small Font, was die meisten Leute eh nicht lesen und dann wird das schon hinhauen. Den Rest schreibt man zusammen, submittet es und wird es mit ein bisschen Glück wahrscheinlich auch gut publiziert bekommen. Fertig. Das ist jetzt so die letzte Slide, und dann sind wir auch schon durch. Ich wollte das Ganze irgendwie mal so ein bisschen so on a positive note enden, weil was ich jetzt gemacht habe die ganze Zeit, ist gesagt, dass ich gesagt habe, das ist ja alles scheiße und es wird so viel manipuliert, das ist alles doof. Mag ich nicht. Es gibt tatsächlich Bemühungen in letzter Zeit, es wird auch mehr und mehr gemacht, da bin ich sehr froh drüber, um einige dieser Dinge irgendwie so ein bisschen zu counteracten, also irgendwie das Problem so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Eine Sache ist, dass man weggeht von diesem P-Value-driven Binary Yes or No Thing. Also, dass man sagt, okay, dieser Ansatz hier, der ist ja so, entweder wir sagen, okay, der Dünger tut was, der Dünger tut nichts. Oder wenn wir uns nicht sicher sind, wollen wir definitiv immer eine klare Antwort, ja oder nein. Und das hat man sehr lange Zeit gemacht. Die ursprüngliche Idee von den Herren, die sich das ausgedacht haben, vor einem Jahrhundert, die war eigentlich nie, dass man mit so einem P-Wert eine klare Ja-Nein-Antwort findet. Die ursprüngliche Idee von Pearson und Nyman und den anderen Leuten war, das nur als Pre-Screening zu nehmen. Wenn ich viele Dinge mache, dass mir der P-Wert sagt, hey, das könnte vielleicht mal interessant sein, da reinzugucken. Und wenn ich dann so ein Ergebnis habe, würde eigentlich die Arbeit anfangen. Aber da sind wir leider über die Jahrzehnte hinweg so ein bisschen weggekommen von. Und das wollen die Leute jetzt wieder so ein bisschen zurückdrehen, sage ich mal. Und wollen davon ein bisschen wegkommen und stattdessen irgendwie sagen, hey, zeig mir doch einfach die Daten selber. Zeig mir einfach dieses Diagramm hier. Mach das so in dein Paper rein, die Punkte hier, die Punkte da. Und dann kann sich das jeder selber angucken und die Daten inspizieren und sagen, glaube ich da jetzt dran oder glaube ich nicht dran? Und in manchen Fällen ist es halt wirklich borderline und man kann es auch nicht sagen. Und auch das ist okay. Aber wenn man es halt nicht sagen kann, dann kann man es nicht sagen. Und das ist ja auch erstmal eine Erkenntnis, anstatt immer verzweifelt zu versuchen, ganz klar zu sagen, ja, definitiv oder ganz klar, nö, auf gar keinen Fall. Also ist die eine Idee, finde ich eine gute Sache, auch ziemlich intuitiv und naheliegend. Wir kommen langsam dahin. Macht viele Dinge in meinen Augen ein bisschen einfacher, ist aber auch noch kein Allheilmittel. Eine andere Sache, die an sich auch kein Allheilmittel ist, aber auch eine Menge positive Wirkung hat, ist, dass man verlangt, dass bei relevanten Dingen, also Dingen, die irgendwie, weiß ich nicht, die Gesundheit von Menschen betreffen, alle Trials, die man macht, vorregistriert werden. Und das ist zum Beispiel in der Medikamentenforschung so, das wird bereits längst gemacht. Also wenn immer ich irgendwie eine Studie machen will, muss ich im Voraus der FDA oder wem auch immer auf vielen, vielen Seiten genau schreiben, ich mache diese Versuche mit den und den Kohorten, dann nehme ich die Daten, ich nehme diese Daten und die anderen nicht und mache diese und jene Analyse. Ich mache sie genauso. Dann mache ich meine Studie und dann muss ich das genauso machen, wie ich es im Voraus aufgeschrieben und submitted habe und nur so. Und darf nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt hier mal irgendwie kreativ irgendwie so Krankheiten irgendwie umgruppiert oder hier mal irgendwie so Daten weggeschnitten. Wie gesagt, da sind die Zulassungsbehörden in allem, was biologisches, biomedizinisches, pharmazeutisches betrifft, extrem zwanghaft würde ich fast schon sagen, aber das ist in meiner auch eine super gute Sache. So die restlichen Lebenswissenschaften, die vielleicht nicht so super, super wichtig sind, also für menschliche Gesundheit zum Beispiel, jetzt irgendwie so eine Sachen wie Ökologie oder keine Ahnung, beginnt auch langsam sich in diese Richtung zu bewegen, ist aber noch nicht so weit verbreitet, wie es in den Humanwissenschaften zum Beispiel ist und auch auf jeden Fall sein sollte. Und das Coole ist, es gibt hier aus einem Paper, das habe ich irgendwo geklaut, dieses Diagramm aus, das ist aus einem Paper, aber ich habe es von einer Webseite geklaut, von diesem Replication Network. Das ist auch so eine Initiative, die sich für reproduzierbare Wissenschaften und für solche Dinge stark macht. Da haben die mal verglichen, wie sehen denn so diese Effektgrößen, also diese Unterschiede
zwischen nichts tun und ein Treatment tun aus. Für pre-registered studies, also wo ich im Voraus genau aufgeschrieben habe, was ich machen will, versus den Studien, wo ich im Voraus nichts festgelegt habe und einfach so intuitiv im Flow meine Daten analysiert habe, wie ich es für richtig hielt. Und oben in lila sieht man die Effektgrößen von allen Studien, die da irgendwie gesampelt wurden, ohne Pre-Registration. Da sieht man, da ist so der Bump, also wo am meisten ist, schon bei einer ziemlich guten Effekt-Size von R im Schnitt von 0,5, was schon ziemlich ordentlich ist. Wenn man sich dann nur die Studien anguckt, die eine stringente Pre-Registration hatte, wo genau drin stand, wir werden diese Versuche machen und die Daten so und so analysieren und nichts anderes, dann ist die Verteilung deutlich nach links geschiftet und wir haben viel, viel mehr Studien, wo am Ende rauskommen, nö, da passiert nichts. Das heißt, Pre-Registration und sich im Voraus genau zu überlegen und zu committen, was man wie analysieren will, scheint tatsächlich diese Rate an falsch positiven Dingen irgendwie ziemlich runterzubringen und das ist eine sehr gute Sache. Und ich bin sehr froh darüber, dass bei allen Dingen, die irgendwie unmittelbar das Leben von Mensch, Tier, Umwelt und so weiter, also vor allem Mensch und Tier betrifft, das schon länger der Standard ist und strikte Voraussetzungen. Wie gesagt, in anderen Feldern leider nicht, aber man versucht dahin zu gelangen und es gibt Fortschritte und mehr Leute verstehen, dass Replication in Science total wichtige Sache ist und übernehmen da Verantwortung, machen sich dafür stark und das ist, denke ich, eine sehr schöne Abschlussfolie und ein sehr schöner letzter Satz, um den Talk zu beenden. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt jederzeit total gerne Fragen stellen. Ich bin immer gewillt, macht mir total Spaß zu reden. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Ich bin auf Telegram, ich bin auch auf Matrix. Ihr könnt mich in Person ansprechen und wenn ich nicht so rumrenne, laufe ich oft auf Veranstaltungen auch irgendwie so rum als dieser süße Kojote. Wenn ihr den seht, könnt ihr auch ansprechen, der wird sich sicher auch freuen. Either way, sprecht mich gerne an und danke für die Aufmerksamkeit. Falls es Fragen gibt, komme ich gerne mit dem kleinen Mikro zu euch. Ich glaube, man hört mich auch. Tut man. Ich höre man. Ach so. Vielleicht später wird das Ganze nochmal in diesem Internet. Aber wir treffen Menschen, die möchten, die auch dann dafür nicht. Ich wollte nur fragen, du sagst es. Wird schon länger so praktiziert. Was ja. heißt denn schon länger? Weil ich das jetzt deiner Folie nicht so direkt entnehmen konnte. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe in Statistik noch eben das gelernt, wie man es meiner Meinung nach vielleicht langsam mal anders machen sollte. Also dieses Hypothesen-driven Testing mit P-Werten, das wird immer noch gemacht. Das ist absolut Standard. Was länger gemacht wird, ist, oder also diese Pre-Registration ist auf jeden Fall was sehr im Kommen ist. Es wird nach wie vor Hypothesen-driven tested, P-Value und so weiter gemacht. Es gibt aber mehr und mehr Leute, die alternative Ansätze der Statistik sich angucken, also sich zum Beispiel die Daten einfach zu plotten oder irgendwie die Effekt-Size zu berechnen und dann irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitskurve zu plotten. Das kommt mehr, aber es ist noch lange nicht irgendwie Standard oder die Mehrheit. So ungefähr seit wann das? Das ist eine, also wie gesagt, würde mich jetzt einfach mal nur so interessieren. Also dieses Bayesianische ist halt so ein Ding, was auch mehr Rechenpower braucht. Deswegen ist das auch nicht so alt. Aber ich glaube, diese bayesianischen, also die sind in den letzten, sage ich mal, 10, 20 Jahren definitiv im starken Kommen gewesen. Auch in den letzten 10 Jahren wird immer mehr Bayesien gemacht. Gab es wahrscheinlich schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Aber jetzt, wo wir halt immer mehr Compute-Power haben und wo das sich so ein bisschen irgendwie durchsetzt und bekannter wird, ist es auf jeden Fall im Aufwind.